Also euch hatte ich nicht erwartet. Wie geht es euch? Mein Name ist Sevran Aranai, Abenteurer und gelegentlich Meuchelmörder. Ich habe von euch gehört. Ihr habt dem Helden von Ferelden geholfen, die Verderbnis aufzuhalten. Zu euren Diensten. Ich habe mit einem Überfall der Krähen gerechnet, aber nicht mit dem mächtigen Champion von Kirkwall. Woher wusstet ihr, dass ich der Champion bin? Kunari-Töter, Erforscher der tiefen Wege und eine Schönheit, die selbst die Götter mit Neid erfüllt. Ihr unterschätzt euren Ruhm. Ich nehme an, ihr sprecht nicht über Vögel. Oh, sagt jetzt bitte nicht, dass ihr die Krähen von Antiva nicht kennt. Wir sind die beste Meuchelmörder-Gilde, die es gibt, aller Orten gefürchtet, von jedem Mann mit wohlhabenden Feinden. Ich sollte lieber sagen, sie sind das. Ich bin keine Krähe mehr und diesen Umstand erachten sie als unerträglich. Ich hatte mir euch größer vorgestellt. Ah, lasst mich raten. Ein Mann namens Nanzio hat euch gebeten, einen gefährlichen Mörder einzufangen, richtig? Was hat er diesmal erzählt? Dass ich seine Gattin umgebracht hätte, seine Eltern abgeschlachtet, seine Kinder in die Sklaverei verkauft? Oder hat er gesagt, er sei ein Gesetzeshüter aus Antiva, der einen absurd gut aussehenden Flüchtigen dingfest machen müsse? Er hat nicht erwähnt, wie gut aussehend. Ah, ihr habt es also bemerkt. Es liegt vermutlich an meinen hohen Wangenknochen und dem Schmollmund. Bringt mich zu Nanzio, wenn ihr wollt. Er hat mit Sicherheit vor, euch zu töten. Die Krähen schätzen im Gegensatz zu mir lose Enden überhaupt nicht. Aber ihr könnt euch augenscheinlich ja durchaus zur Wehr setzen. Wozu sollte ich mir also Sorgen machen? Ihr könnt mich also entweder fesseln, knebeln und dann Schindluder mit mir treiben. Oder ihr bringt mich zu Nanzio. Was wird es wohl sein? Ich mag eure Liste an Möglichkeiten. Aber muss es in dieser Reihenfolge sein? Ich wusste, ihr würdet meinen offensichtlichen Reizen nicht widerstehen können. Was war es? Meine Stimme? Ich übergebe euch nicht an jemanden, der mich belogen hat. Ich würde vorschlagen, ihr klärt das mit Nanzio. Andernfalls habt ihr ihn mit Sicherheit auf den Fersen. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, verehrter Champion. So lebt denn wohl. Ihr habt mir nicht gesagt, dass der gesuchte Meuchelmörder früher einer der euren war. Ah, Sevran hat es euch also erzählt. Es ist ohne Belang. Diesmal ist sein Wächter nicht hier, um ihn zu beschützen. Ich bin schwer enttäuscht. Und niemand enttäuscht die Krähen, ohne mit dem Leben dafür zu bezahlen. Ah, armer dummer Nanzio. Die Krähen lieben diesen Satz, aber ich bin der lebendige Beweis dafür, dass er eine Lüge ist. Warum sie auf dem Irrglauben beharren, Leute wie euch und den Wächter töten zu können, das wird mir wohl ewig verschlossen bleiben. Ich versichere euch, diese Bürde macht mir täglich mehr zu schaffen. Ihr seid nichts weiter als ein Verräter und ein Feigling, Sevran. Ihr werdet hier sterben. Ja, sicher. Wollen wir doch mal sehen, wie ihr euch dabei anstellt. Oh!
das Lager plündern, oder? Sagt Bescheid, wenn ihr fertig. Ich käme da. Alles klar. Ausgezeichnet. Meinen früheren Waffenbruder zu töten, erfüllt mich mit eigentümlicher Befriedigung. Ich kann euch nicht viel als Belohnung anbieten, Champion, aber nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist Zeit für mich weiterzuziehen. Außer ihr würdet mich gerne besser kennenlernen, Champion. Kann man euch überhaupt besser kennenlernen? Es ist doch ohnehin alles an der Oberfläche. Oh, verstehe. Gut, also dann. Zeit zum Weiterziehen, wie es so schön heißt. Ich habe zu Hause einen Krieg zu führen und viel zu wenig Zeit dafür. Vielleicht treffen wir uns wieder, Champion. Wir müssen die Knochengrube wegen des Dragosteins aufsuchen. Und wir brauchen das Sela Petray aus der Kanalisation. Ich habe gehört, was auf dem Platz geschehen ist, Mist. Irgendwie werde ich die Stadt vermissen, wenn wir fort sind. Ich will nach Hause. Ratten machen, Queen. Keine Sorge. Jetzt, wo ich hier lebe, ist im Bett kein Platz mehr für dich. Verstehst du das? Das funktioniert bei mir nicht. Ich bin ein Katzenmensch. Kopf hoch, alter Junge. Vielleicht kannst du ja bei Sandal unterkommen. Verzauberung. Ich brauche erneut eure Hilfe. Könnten wir uns ungestört unterhalten? In meiner Krankenstation vielleicht?